das Wesen Alter. Das Wesen Alter. Alter oder Altern? Alter. Alter. Altern. Das Wesen Altern. Ich sehe so eine ganz alte Frau, ganz in Grau, mit einem Mantel und auch schon so leicht gebeugten Kopf und gleichzeitig eine Ballerina in ihr drin. Beides ganz jung, mit Tütü, trippelt so, streckt das Bein, ist beides gleichzeitig da. Also Altern ist eine Erfahrung, die man machen möchte, wenn man sie denn machen möchte. Aber das Altern an sich, das klingt jetzt ein bisschen schräg, ne? Aber man muss nicht altern. Man kann altern, wenn man das möchte, aber man muss es nicht. Nee, Altern ist eine Erfahrung, die man wählt. Und wie das Altern aussieht, ist auch, es sieht dann auch so aus wie die Erfahrung des Alterns, die man gewählt hat. Aber nicht jeder altert. Das klingt jetzt ein bisschen schräg, aber nicht jeder altert. Und nicht jeder altert gleich. Also die, die sich die Erfahrung Altern ausgesucht haben, da gibt es die, die gerne gebrechlich altern wollen. Dann gibt es die, die altern, aber trotzdem jung bleiben wollen, agil sind. Dann gibt es die, die sich mit dem Altern beschäftigen wollen, während sie altern. Dann gibt es die, die altern und sich damit gar nicht beschäftigen wollen und so tun, als ob sie nicht altern, aber sie altern trotzdem, weil sie altern wollen, ohne dass sie es wollen. Also mit dem menschlichen Bewusstsein wollen sie es nicht, aber sie haben sich es ausgesucht, dass sie das wollen. Weil eigentlich, wenn man ein Kind anschaut, ein Kind altert ja auch. Also eigentlich altern wir in dem Moment, wo wir auf die Welt kommen, beginnen wir zu altern. Aber wir altern eigentlich nicht, wir entwickeln uns. Wir entwickeln uns weiter, wir gehen durchs Leben. Ich weiß nicht, ab welchem Alter man dann sagt, dass man altert. Das sagt auch jeder an einem anderen Punkt. Ne? Es gibt Leute, die finden sich mit 20 schon, dass sie altern. Und es gibt Leute, die finden das mit 30, andere finden es mit 40. Und manche haben mit 80 noch das Gefühl, dass sie nicht altern, sondern dass sie das Wesen altern. Das Wesen altern gibt es eigentlich in der Form nicht. Weil wenn man älter wird, heißt es ja nicht, dass man altert. Das ist eine Vorstellung.
Nee, ich sehe immer diese Ballerina und die alte Frau in einer Person. Es ist immer gleichzeitig beides da. Und man kann sich jetzt entscheiden, guckt man mehr zu der einen oder guckt man mehr zu der anderen oder hält man sie beide gleichzeitig in sich? Gibt beiden die gleiche Aufmerksamkeit? Weil wir jetzt als Menschen, wir haben ja immer nur ein Wesen. Unser Wesen kann ja nicht, unser Wesenskern oder unser Wesen kann ja nicht altern. Er ist ja immer gleich. Jetzt habe ich meinen Körper gefragt, ob der sagen würde, er altert. Und dann sagt er, er würde sagen, er verändert sich. Er altert nicht, er verändert sich. Er ist in einem ständigen Wandlungsprozess. Das Wesen altern. Nee, das Wesen altern spüre ich nicht als Wesen. Das ist eine, für mich eine, das ist kein Wesen.